Morgen. Moin. Ich mach kurz meine Haare schön, damit die Leute nicht so viel meckern, warte. Ich hab's clever gemacht, ich hab mir eine Cappy angezogen. Kannst du mich nicht vorwarnen? Besser? Ja, auf jeden Fall. Ja, das sieht echt gut aus. Ich mach mal sehr professionell einen Pullover. Ja, ich muss den ganzen Tag heute tapezieren, dafür passt es. Du siehst aus, ja, weiß ich nicht, als wenn... Du kommst auf jeden Fall viel professioneller rüber. Das sieht echt so ein bisschen aus wie ein Kunstwerk, ne? Oder? Wenn man die Kunstwerk heutzutage sieht, sieht das aus wie ein Kunstwerk, ja. Danach einmal absaugen, grundieren, sollte reichen, ne? Ja. Ey, sollen wir uns für heute ein Ziel setzen, Thomas? Nein. Ne? Kein Ziel setzen? Ne. Weil sonst würde ich sagen, ich muss das Zimmer und das andere Zimmer fertig tapezieren, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Deswegen setze ich mir das nicht, weil ich muss halt noch einen Baumarkt und noch einen Wertstoffhof, Mülltonnen ändern. Und das ist nicht planbar, wie lange das dauert. Aber eins ist sicher, ich werde sonst den ganzen Tag tapezieren. Ja. Der Eder und ich, wir bauen Türzagen rein. Wohnungseingangstürzagen, die verstärkt sind. Ich habe gestern hier ein bisschen beigeputzt. Sollte eigentlich ohne Probleme klappen. Das ist alles auf Video, wir gucken danach, Alter. Ich hab da gar nichts verstanden. Aber wenn man ist, dann? Ja, um ein Eis, Alter. Okay. Wir sind uns da echt nicht einig geworden, wer da recht hat. Es geht da halt um was Großes, um Eis. Deswegen schreibt das mal in die Kommentare, wer da recht hatte. Ja, guckt halt euch das ganz genau an, spult 100 Mal zurück. Und jetzt mal so eine andere Sache, wenn wir schon mal hier stehen. Wer hat die schöneren Haare? Ja, ich hab mir extra, mein Haargummi aus den Haaren gemacht. Ach so. Aber die schönsten Haare hat auf jeden Fall der Thomas. Das stimmt wirklich, Alter. Geil, oder? Das ist wirklich, das ist. Der Mike hat gern diese Haare. Und ich wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das mit der Zage, hier haben wir jetzt geübt und jetzt gleich mal ein Tutorial davon, oder? Wie man so eine verstärkte benutzt? Ja, insgesamt, wie man eine Zage einbaut und wie man diese Verstärkung da rein setzt, weil das ist eigentlich ganz cool und ganz hochwertig. Das ist von Kielsgaard. Kielsgaard. Und echt hochwertig, ich hätte das nicht gedacht. Das ist halt extra für Wohnungseingangstüren, also nicht für Zimmertüren im Innenbereich, sondern für Wohnungseingangstüren. Da kommen hier richtig dicke Verstärkungen dran und dann sind die stabil. Thomas, wie sieht es bei dir aus? Ganz gut, wir machen jetzt gleich Pause, wenn ich die festgeklebt habe. Das hört sich gut an. Was trinken wir dann? Ein Kefir. Energie. Ach so, Energie. Oder so. I turn to you. So, Mike. So, okay. Ja? Jetzt machen wir die Dinger dran hier. Das haben wir ja schon mal erklärt. Diese Kollegas. Sollen wir das noch einschäumen, bevor wir Pause machen? Ja, besser. Ja, eigentlich ist es aber scheißegal. Ist zu stressig, ne? Ja. Machen wir das lieber in Ruhe. Da hast du auch recht. Und das zweite Mal geht sowieso. Du hast nicht so auch recht. Was? Ach, Quatsch. Das zweite Mal geht sowieso immer viel schneller, deswegen lassen wir uns bei der ersten Zeit. Ich verstehe das schon immer, was ich sage, ne? Ja. 100% versteht er das, aber das ist auch immer was. Ich habe Scheiße gebaut und zwar habe ich die Anschläge von der Tür hier falsch angezeichnet. Ich nutze aber jetzt die Zeit einmal, um den Pika-Marker zu empfehlen. Unabhängig davon, dass man damit auch falsch anzeichnen kann, kann man damit super anzeichnen. Wir verlinken den in der Videobeschreibung, das ist ein super Teil, ohne Quatsch. Thank you.
Thomas, und läuft bei dir? Zimmer fast fertig. Jo, läuft. Warum hast du die Tür von der Toilette heute morgens rausgehauen? Warum? Ja, scheiße. Warum? Ja, weil man da auch scheißen geht, nicht nur pissen. Muss auf Toilette. Komm, ich mach hier so lange weiter. Hier, kennst du das? Nix sagen ist auch eine Antwort, weißt du? Ich helfe dem Thomas jetzt. Wir sind mit den Türen so weit fertig. Egos Bart, das sieht scheiße aus. Was haben wir falsch gemacht, Mike? Der erinnert mal die Scheiße aus. Mann. Wir haben nicht damit gerechnet, dass 2K-Schaum auch so quillt wie 1K. Nicht ganz so, aber halt schon etwas. Und dann ist der halt da die Tür runter und der ist halt grün. Das sieht man jetzt extrem. Deswegen muss der Eduard das jetzt da hinten so ein bisschen ausbaden und ich unterstütze den Thomas hier. Ja, aber bevor du mich unterstützt, lass mal vielleicht einmal ganz kurz gucken, was wichtig ist für das nächste Mal, wenn wir hier hinkommen. Nicht, dass wir da irgendwo in Verhängnis kommen. Weißt du, dass irgendwas Langes ist, was auch lang trocknen muss oder sowas? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich überlege. Ich will sehr gerne, dass du mir hilfst. Weil wenn du einen Kleister aufträgst, dann geht das sau schnell. Ja. Aber wenn was Wichtigeres ist. Auf jeden Fall die Flure gleich grundieren noch. Das mache ich auch noch. Das macht Sinn. Aber eigentlich, wenn wir nächstes Mal die Zimmer grundieren, kann man die Flure gleich mit grundieren. Das macht gar keinen Sinn. Am Freitag machen wir. Ja, lassen wir uns vielleicht, ich komme jetzt zu dir und wir machen uns einmal ganz kurz Gedanken, weil der Thomas hat schon recht, diese Trocknungszeiten sind unser größtes Problem, wenn wir immer 2 Tage hier sind. Da muss man die 2 Tage schon so ein bisschen vorbereiten, dass man gut was schaffen kann. Weil wenn man ungeplant hier hinkommt, dann steht man da und muss auf irgendwelche Trocknungszeiten warten und kriegt nichts geschafft. Das ist dann scheiße. Deswegen, das machen wir jetzt erstmal und dann unterstütze ich den Thomas. Los? Boah. Müde? Ja, viel Energy getrunken bestimmt. Die Downphase davon. Wir sind auf jeden Fall durch. Sollen wir einmal ganz kurz durchgehen, was wir alles geschafft haben? Komm, wir zeigen das unfertige Zimmer da. Wir sind mal durch. Weißt du, was in diesem Zimmer gemacht wurde? Was? Hier wurde alles tapeziert, was schnell geht. Ja, genau. Weil wir schnell einen Feierabend haben wollten. Und den Kleister wegkriegen halt. Die Wand, die ihr als letztes gesehen habt, das war die hier, die sah richtig kacke aus, aber das ist halt auch hier nochmal ein Kellerraum, deswegen haben wir uns hier nicht die größte Mühe gegeben. Ja, wofür der dann später genutzt wird, ist den Mietern selbst überlassen, aber das ist auf jeden Fall ein, man sieht es ja am Fenster auf jeden Fall, der Souterrain-Raum, der im Keller liegt, sagen wir mal so. Perfekt, gut, das war's mit dem Video, wir sind alle am Mocken und müde. Peace Leute, bis dann. Macht's gut und bleibt fleißig. 100%. Geldgeier sage ich nicht mehr. Sagst du nicht mehr? Nee. Sagen wir ab jetzt keine Geldgeier mehr? Nee. Nee. Ist das das letzte Mal? Jo, das ist das letzte Mal Geldgeier sagen. Das könnte Leuten, die unsere Videos zum ersten Mal gucken, sauer aufstoßen, weil die nicht wissen, worum es geht. Das stimmt. Also sagen wir es nicht mehr. Also nur haut rein und bleibt fleißig. Genau. Nein, was ist das? Ist hier Strom drauf? Oh, nee, das sieht aus wie, eine, wie ein. Das sind zu dünne Drähte. Thomas, das Ding hast du abgebaut, das war von der Heizung. Das liegt hier noch irgendwo rum. Ah ja, habe ich sogar ein Foto gemacht, wie das angeklemmt war. Boah, das ist schon lange her. Hey, ich weiß aber, du hast gar keinen Plan, wo das liegt, ne? In irgendeinem Eimer habe ich das reingetan. Jo, ich weiß auch in welchen. Okay. Da ganz hinten, in den, wo die ganzen der Sachen Mike drin. Weiß was. Ja. Ach, soll das denn heißen, Alter? Ja, das ist gut. Wo du was liegt. Ja, du weißt nicht immer, wo alles liegt. Das stimmt, das stimmt. Du aber das auch nicht immer. Ja. So, 99% öfter wie du, das können wir schon so sagen, glaube ich. Abnahme muss es ruhig gehen. So, eure Geldgeier. Nein, Mann.